Noi dismeisono sa prosinis. Emboreon angel. Und der 2 immer noch. Das war ein Scheiß. Schön, dass keiner was von mir sagt. Du hast mehr Courage als Achilles. So, und herzlich willkommen bei Assassin's Creed Origins. Ich bin's, Matze, und ja, wir machen einfach gleich direkt weiter. Du bist zu gütig. Vielen Dank. Ich brenn dich um. Was bist du jetzt, so blöde Kopf, ha? Du stark, der Bastard! Etwas. Achtung! Nicht du schon wieder. Danke. Die Götter segnen dich. Zäh, alte Spießt! Tolle Maius muss sie sehr vorteilen. Du bist kein Gegner. Ich ruf die Truppen. Fliehen sollen, als noch kommen. Was? Aufgepasst! Mann. Hier gibt's Ärger! Du kannst nicht fliehen! Du Bastard! Leg das weg! Sofort! Achso, ist einer von uns. Du hättest nicht herkommen sollen. Ah, nein, was? Aber ich hab besseres zu tun. Kein schwerer Schuss. Ah. Hä? Oh, man hat noch von vorne. Was war das jetzt? Warum? Was? Irgendwo war doch die...
gut zu wissen, da weiß ich, was ich das deswegen mache. Halt! Bleib stehen! Denk doch nicht dran. Oh. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Du da! Halt! Hey, was? Stoppt ihn! Boom. Was? Ich bring dich um! Hey, was? Ich schlitze dich auf! Raus.
Ruf die Truppen! Schwachkopf! Komm da! Deine Zeit ist es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten. Stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Gemeinsam! Hey! Stirb, du Sau! Schön umgucken. Achtung! Zu gütig. Vielen Dank. Er ist zu stark. So wirst du mir nicht entkommen. Scheiße! Feuer! Da bist du ja! Nächstes Mal. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Phylakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich.
Immer nur her mit den Kopfgeldjägern. Flöckes. So, was machen wir als nächstes? Ja, machen wir das da. Aber als nächstes werden wir noch ein bisschen was verkaufen. Nee. Wird alles vergift. Ich muss nur noch wissen, wo ich was verkaufen kann. Oh, Sackgasse, Sackgasse. Rote Herren! Brauchst du etwas, Freund? Verkaufen. Verkauft. Ist gut. Ist gut. Lenk die Gegner! Ich mach diese. Oh, ausgerüstet kann ich nicht. Ich mach weiter. Lenk die Gegner ab! Ich mach weiter! Verkauft. So. Jetzt machen wir dann hier das Schild. Und dann das da. Dann leb wohl. Oh, was kriegt mir noch? Nun ist Kette. Amaxa, ihr lauft nicht gar Kakistos. Amelison. Scheibchenweise zurück zu Ptolemäus. Bewegung, los! Na, was denkst du? Beschützt den Kyrios! Lenk den Gegner ab! Hey. Ich mach weiter! Das war's! Stirb! Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Verdammt. Nichts schon länger hier, was? Idioti! Ein Lauf Minuti, Gnostis! Aus dem Weg! Na, ah, schon nochmal weiter Schatterei vorbei. Vielleicht gibt's denn da was Schönes. Liegt eh auf dem Weg. Gefällt dir etwas? Weiß nicht, muss ich gucken. Oh, nee. Ja, ich weiß nicht. Nee.
Das ist mir Sappen zum Besten aus. Hier erschrecken sich alle. Ich hab doch gar nichts gemacht. Noch nicht. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Schubidubidu. Unfair. Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Da bist du ja. Komm her, du. Ich schütze dich auf und vergifte dich gleichzeitig. Zeig doch. Was unter der Sonne? Sieht wichtig aus. Verschlossen. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Eine Leiter.
ich da hochgehe? Ah, ein Schlüssel. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Ach komm, schon irgendwas da. Kam hat sie nichts. So, kommen wir nochmal zurück. Was? Hm.
So, was haben Sie jetzt für die Probleme? Subidubidu. Idiotin. Oh, baby! Oh! Idiot. Ah! Ora, stiga ego. Die Götter segnen dich. Ich muss hier raus! Morias para Techneno! Oi! Nun es geht! Morias para Techneno! Was ist das? Schön. Schau lustig aus. Nein, so geht es nicht. Ganz schön böse. Oi, die Nasonus Afrosinis. Was kech mir noch? Nun ist Morias Palaske Vasma, da du da nicht. Sie sind warm, Pedro. Let's go, let's go. Ah, ja. Ja. Morias Palaske Vasma, da du da ist. Was ich hab gesehen. Betreten, oh ja, 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 ja. Parapara. Kann man da hoch? Eudorus ist wieder hier. Ich bedauere ihn. Seine Hautkrankheit macht ihm wirklich schwer zu schaffen. Ich glaube, er kommt nur hierher, um nackte Knaben zu begaffen. Lust, Morch. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr.
Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wird schon wirklich klappen. Aber schon noch ein bisschen rum hier. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Es geht. Lass die Handtücher bereitlegen. Oh, Jesse. Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch? Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Mein schöner Finger! Nein! Mein Finger! Schöne Kiel. Eudorus, ermordet! Bei den Göttern! Er wurde ermordet! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön. Es ist Eudorus, arme Seele. Irgendeine Spur? Oh, schau lustig. Nee, doch nicht. Noch nicht. Wiedersehen, tschüssi, tschüssi. Ja. Oh Gott. Gebt den Weg frei. Soll das etwa lustig sein? Oh Gott. Was ist das für eine Montur? Warte, was haben wir da? Ah, danke.
Na, ist das schon besser. Ah, wir haben drei. Eine. Zwei. Ja, wir haben noch ein bisschen was hier zu suchen und zu holen. Okay. Er hat Quest. Oi, this maison us have foreseen. Ah, warte mal, dann können wir das Auto noch ausrüsten. Das war... Schlaffälle. Oh, Felix! Oh! Morias para que vas mas a dura vestir. Idiotin! Oh, das ist mehr so ein Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Ja. Ach nee. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe. Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Oh. Verdammt, ist das kalt. Ja, ja, ja. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Hm.
Ich kann fast das Blut schmecken. Okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Nicht schade. Eine Geschichte wird erzählt. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Die beiden nerven jetzt schon wieder. Oh Mann. Ja, komm schon. Hoch, jetzt. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Gibt's 6x1 haben wir hier? Schade. Okay. Dann sag ich noch gar nichts. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischst, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, hier war's dann wieder für diese Folge. Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und ja, ich kann nur noch eins sagen. We're in control.